Hallo meine Damen und Herren, ich hatte am Mittwoch, dem 15. Mai, wieder Gelegenheit, mit Hansa Bernecke auf eine ganze Reihe von Themen an den Märkten zu schauen. Eines davon war ThyssenKrupp. Was ist von dem großen strategischen Umbau zu halten? Besteht eine realistische Erfolgschance? Und sollte man die Aktie vielleicht gerade jetzt auf diesem langjährig sehr niedrigen Kursniveau aufgreifen? Schauen Sie gerne an diesen Ausschnitt aus dem Gesamtgespräch hinein. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was Free-TV-Angebote aus unserem Hause angeht, dann abonnieren Sie gerne diesen Kanal bzw. diese Seite. Und nun viel Spaß beim Anschauen. Nun, ein Unternehmen, was noch nicht so weit ist, was die Strategie angeht, ist unser nächster Fall, nämlich ThyssenKrupp. So ein bisschen die Never-Ending-Story im DAX. Die strategischen Pläne scheinen nicht aufzugehen. Jetzt muss man umdisponieren. Die Aktie ist ja auf einem Niveau, was jetzt im langfristigen Verlauf durchaus attraktiv ist. Also was meinen Sie, gelingt die strategische Wende? Kann man das Unternehmen neu positionieren, wenn man in die Bilanz schaut? Die Eigenkapitalquote beispielsweise ist ja recht knapp. Oder auch wenn man auf die Cashflow-Situation schaut, was den freien Cashflow angeht, ist die Situation schon, wirkt es etwas auf Kante genäht oder ein bisschen schaurig, kann man fast schon sagen. Wie sehen Sie die Erfolgschancen? Was heißt auf Kante genäht? Auf Kante genäht läuft ThyssenKrupp schon seit 20 Jahren. Bertolt Beitz wollte nicht einsehen, dass ein Umbau nötig ist. Sein damaliger Adlatus Krumme konnte das auch nicht begreifen. Eckhard Schulz, der Stahlchef, hat sich verstiegen in Investitionen in Alabama und in Brasilien. Damit wurden 10 Milliarden verbrannt. Also unglaublich. Sie merken schon, ich bin da nahe dran und auch an den Personen. Nun stelle ich fest, Herr Isinger bemühte sich brav und bieder, er ist ja ein Elektroingenieur, das Ganze irgendwie zu stricken. Ein Stahlkonzern oder Montankonzern bedarf einer anderen Strategie, wie sie nun mal auch historisch gesehen im Ruhrgebiet gewachsen ist. So wie Thyssen sich heute darstellt, mit einem gerundeten Umsatz von, sagen wir mal, 40, 42 Milliarden, ist eine Konzentration auf die vier Beine, also Stahl, Handel, Elevator und Industrietechnik, wenn man das so sagen, zusammenfasst, inklusive Militärtechnik, grundsätzlich neu strukturierbar und rentabel zu gestalten. Schwierig ist die Eigenkapitallage. 10%, haben Sie recht, ist zu wenig. Sollten 49%, so der jetzige Stand, ich gebe das mit Vorsicht weiter, sollte 49% die Quote sein, die an die Börse geht, ist ungefähr mit einem Betrag von 4,5 Milliarden Euro Erlös zu rechnen. Für die Auftragssparte meinen Sie, ne? Ja, das müsste machbar sein, denn Knorr-Bremse hat ja gezeigt, dass das in Deutschland machbar ist. Mit einem rentablen Unternehmen, wie Elevator das ja auch darstellt. So, dann würde sich dieser Erlös in der Krupp-Bilanz, also ThyssenKrupp-Bilanz, würde sich darstellen mit einer EK-Quote, die dann schon bei 35%, das ist eine Schätzung von mir, liegen dürfte. Damit hätte er eine gute Ausgangsbasis, Herr Kerkhoff, zu sagen, ich kann die anderen beiden Fälle kann ich finanzieren. Was heißt Stahl? Stahl ist für Thyssen so zu stellen, dass auf Kropfstahl zu verzichten ist und nur Qualitätsstahl möglich sind, um damit Branchenführer, also Qualitätsführer und Preisführer zu sein. Und das wäre gegeben. Dazu gehört allerdings eine weitere Entlassung von ungefähr 2.500-3.000 Leuten. Das ist mein Stand jetzt, sagen wir mal, aus Duisburg. Wie dieser Weg gegangen wird, weiß ich nicht, aber er wird mit Sicherheit so zu machen sein. Jedenfalls würde der Stahlsektor alleine mit den eben genannten Kriterien in sich stabil sein. Genauso rechenbar im Ergebnis, wie Salzgitter in seinem Stahlgeschäft arbeitet und ebenfalls den Standort in Deutschland hat. Also da kann man nicht lange darüber diskutieren. Allerdings muss man die Intimitäten, wenn ich mich so ausdrücken darf, des Stahlgeschäftes kennen. Das Gleiche gilt also auch für die Möglichkeit, andere Bereiche auszugliedern, die Militärtechnik zum Beispiel.
Sie lesen das in der Aktienbörse. Und in Düsseldorf steht schon der Nächste bereit, der möglicherweise als Gesprächspartner dafür in Frage kommt. Es wird sogar gerüchteweise, ich betone das mit Vorsicht, darüber verhandelt, ebenfalls in Düsseldorf, inwieweit Rheinstahl sein Autobein unter Kolben Schmidt-Pierburg an Thyssen abgibt und dafür die Militärtechnik, also die Marinetechnik in Kiel übernimmt, als Rheinstahl-Konzern, als Rheinstahl-Rüstungskonzern. Das sind im Moment die laufenden Überlegungen. Also das Ganze, Sie erkennen daran, lässt sich durchaus beweglich neu gestalten, ohne sehr viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das betone ich. Ne? Also, meine Wette war, 7 Milliarden Marktwert war die Untergrenze für Thyssen. Dabei bleibt es, die aktuellen Schätzungen für die Vermögenslage, so wie ThyssenKrupp jetzt dasteht, ohne Tata, hat einen Wert nach deutschen WP-Gesichtspunkten und HGB-Richtlinien für die Bilanz von etwa 12 bis 13 Milliarden Euro. Jetzt können Sie überlegen, was Sie daraus machen. Die Frage ist, was Herr Kerkhoff daraus machen. Mit der schönen Anmerkung, dass zwei Damen im Aufsichtsrat, ich betone zwei Damen, eine ist erst seit kurzer Zeit dabei, wohl die entscheidenden Begleiter sind. Das hat es in Deutschland dann noch nicht gegeben. Wenn wir das übersetzen auf die Aktie, die ja auf einer langjährigen Unterstützungszone angekommen ist, bedeutet das jetzt einsteigen? Ja. Ich beginne damit in der Aktienbörse, ich fange damit an, in der Spanne 12 bis 13, die wird natürlich noch schwanken, das ist ja klar, die Short-Positionen sind noch nicht alle eingedeckt, am Montag war das natürlich ein bisschen sehr heftig, ich vermute, dass die Short-Quote noch bei 3,6 liegt, vielleicht 3%, also da ist noch eine Menge Unruhe drin, so ähnlich wie bei Wirecard, mit der gleichfalls sehr hohen Short-Position, Sie erinnern sich, vor einigen Wochen, die ebenfalls noch nicht ganz abgebaut ist. Und wie die Shorter sich verhalten, lässt sich schlecht sagen. Sie sprachen eben von Rheinstahl. Ich nehme an, Sie meinten Rheinmetall in der Kombination des Verteidigungsgeschäfts. Ja, natürlich, ja, okay. Entschuldigung. Okay. Ja.